Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, ich freue mich, dass dass ihr auch heute bei der Legung und bei allen Botschaften, die da kommen sollen und wollen, wieder mit dabei seid. Und so seid alle ganz herzlich gegrüßt auf diesem Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane. Und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und dem himmlischen Recht, die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurückzuführen in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer möchte von euch, kann sich auf seinem Weg mit einer persönlichen Kartenlegung unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung viel schneller vorankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie E-Mail-Adresse, Homepage und so weiter findest du hier auf dem Kanal in der Beschreibung. Wenn du also rechts neben diesem Videotitel auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles finden kannst. Auch gibt es hier auf diesem Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle möchte ich wieder jedem Einzelnen von euch in seinem eigenen Interesse anraten, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch Kollektivlegung über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung genau deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in so einer persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du eben in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst. Wichtig bei einer kollektiven Legung ist, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Spüre und fühle immer gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ja, ob das nun ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die ganze Legung ist. Genauso gut ist es möglich, dass du auch gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Aber beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz, ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung natürlich immer besser für dich. Rede dir also nicht schön und mache dir nichts vor, denn damit würdest du nur dir selber schaden, weil du dich dadurch blockierst in deiner eigenen Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du dann vollständig zum Stillstand, was dann fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier und heute mit diesem Tarot-Kartendeck ein König fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Denn Zufälle sind eine Illusion des Menschen, weil es in Wahrheit keine Zufälle gibt. Die Karten, die hier fallen in der Legung, deute ich nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, denn ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich dann ebenfalls ausspreche, und zwar auch so, wie ich sie reinbekomme. Das heißt, auch in der Tonart, die ich dann von meinem Großvater mitbekomme.
Und ich sage dieses eigentlich immer als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend und auch wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach diesem Seelenplan, der quasi das Drehbuch deines Lebens ist. Und Gottvater führt die Regie. Wenn euch mein Video, meine Legung oder dieser Kanal gefällt, bist du immer herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube hier über alles Neue informiert. Ich freue mich auch immer über ein Like oder auch einen Kommentar von dir als Zeichen deiner Wertschätzung für mich, für meine Arbeit hier, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, und dann nochmal ganz lieben Dank an dieser Stelle für alle Likes und Kommentare, die ich erhalten habe. So, dann wollen wir mal schauen, was wir heute für besondere Energien hier im Feld haben. Großvater, was sollte dem Kollektiv hier und heute gesagt werden? Was sollte ausgesprochen werden? Was ist wichtig? Ja. Da sind schon zwei Karten direkt zu Boden gegangen. Die offen oben auflag, die habe ich jetzt hier, das Ass der Münzen, und die war verdeckt. Und der Ritter der Schwerter. Und so, mal weiterschauen. Die dritte Karte. Was soll hier noch gesagt werden? Wichtig, ja, da hat sich eine umgedreht. Oh, die 10 Kelche, das ist schön. Ja, danke schön. Die 9 Münzen. Die zentrale Karte. Großvater, welche Botschaften wollen hier insgesamt kommen? Dieser Legung an das Kollektiv. Was ist wichtig heute auszusprechen? Ja. Ja, da die jetzt hier alleine liegt, ich werde da gleich nochmal reinspüren, ob die dann auch so liegen bleiben. Ich werde sie jetzt erstmal so hinlegen, auslegen, wie ich es von oben bekomme. Kann sein, dass da hier nochmal was umgedreht werden sollte. Noch zwei Karten hätte ich gerne. Heute für diese Legung. Der Hohepriester, hier hatten wir die Gerechtigkeit und 2 Münzen. Die Sonne in der Mitte. Ja, mal schauen, ob die in der Mitte bleibt. Und noch eine Botschaft, eine Karte hier.
Eine hätte ich gerne noch. Und zweiter, welche Karte, welche Botschaft soll hier noch kommen? Die 9. Karte. Dankeschön. Die 9 Kelche. Das ist ja frappierend. Die 9 und die 10 Kelche. Und so. Ja, zugrunde liegende Energie haben wir heute den Stern. Das möchte ich euch schon mal zeigen. So. Der Stern. Und jetzt müsste ich aber noch mal Klärungskarten ziehen. Und zwar zu dem Ritter der Schwerter, Großvater. Der Ritter der Schwerter. Wer oder was bedeutet diese Karte? Der Ritter der Schwerter. Worum geht es da? Der Ritter der Schwerter. Ja, das wäre aber ganz gut, wenn ich da doch noch eine Hintergründe. Es geht um eine Person oder um eine Situation. Ja, dann werde ich es einmal reinspüren. Dann schaue ich erstmal so für mich, vor allen Dingen, ob hier die Reihenfolge auch so bleibt. Das schaue ich mal gerade. So, ihr Lieben, jetzt wollen wir einmal zusammen schauen, was wir hier heute ja für Energien haben. Also hier haben sich ganz wunderbare Karten ins Feld gelegt. Aber ich sehe hier auch eine gewisse Problematik. Grundsätzlich geht es darum, dass du in deine Kraft kommst, in deine Sonnenkraft, um wieder in deine Vitalität zu kommen, um das Leben wieder richtig auch zu bejahen, ja, nach vorne zu gehen und Ja zu sagen zum Leben, aber auch Ja zu sagen zur Liebe, weil ich habe hier ganz viel in Herzensangelegenheit liegen. Ja, es geht um eine ganz große Liebe, eine große, tiefe Liebe und auch um eine glückliche Zukunft. Es geht darum, für dich nun in deinem Leben zu Glück zu kommen, zu Erfolg zu kommen, und du bist jetzt aufgefordert, das Glück in dein Leben zu ziehen. Und aus den Möglichkeiten, die vielleicht zurzeit in deinem Leben bestehen, genau die richtige Wahl zu treffen. Das, was sich nämlich für dich hier im Leben bietet und bieten wird und was für dich einen ganz wunderbaren Erfolg in jeglicher Hinsicht auch bedeutet, ob das nun im finanziellen Wohlstand auch münden soll, sowie aber auch in der absoluten Fülle, was ich hier habe, über die 10 der Kelche. So, also insofern kann ich sehen, dass in deinem Leben auf jeden Fall ein Herzensmensch ist und ein Herzensmensch, an den du auch denkst und der mit diesen Möglichkeiten hier
im Zusammenhang steht, auf gewisse Art und Weise. Zurzeit scheint es so zu sein, dass du dich in keiner guten Stimmung befindest, weil dein Umfeld eher eine kühle, frostige Atmosphäre zeigt. Es kann sein, dass es da Auseinandersetzungen gegeben hat in der Vergangenheit oder jetzt auch gerade in der kürzlichen Vergangenheit. Auseinandersetzung, ein Disput, etwas ganz Bestimmtes, was auf jeden Fall eine frostige Stimmung bei dir hervorgerufen hat. Und dabei geht es halt auch um einen gewissen Kampf. Ja, es sind Streitigkeiten gewesen, aber dieser Kampf, der scheint jetzt gerade in deinem Inneren abzulaufen. Ja, ich habe ja hier auch die zwei der Münzen. Das, was geschehen ist, hat wie gesagt eine niederdrückende, vielleicht manchmal auch depressive Stimmung bei dir hinterlassen. Da waren sehr unruhige Zeiten und die sind auch noch bis heute, weil irgendjemand da reingerauscht ist und Chaos gemacht hat. Das ist durchaus möglich. Ja, jemand, der auch vielleicht mit Aggressivität vorgeht, aber es kann auch einfach eine Situation sein, die sich dir eröffnet hat, Möglichkeiten, eine Eröffnung von auch Chancen, Möglichkeiten, die du noch abwägst, wo du nicht weißt, vielleicht wie du vorwärts gehen sollst, wie du dich entscheiden sollst. Das ist immer die Sache, ich muss mich entscheiden für einen Weg, weil ich habe hier dieses Jonglieren, was aber auch ganz deutlich hier deine Unentschlossenheit zu dem, was sich hier scheinbar für dich eröffnet hat im Leben, was wiederum auch eine große Chance für dich darstellt. So, also es hat sich hier jetzt eine Chance, eine sehr gute Chance gezeigt, geboten im Äußeren, in deinem Umfeld. Es ist dir vielleicht zugetragen worden, du hast davon gehört, vielleicht hast du auch eine bestimmte Nachricht bekommen. Das ist so deine persönliche Entgegennahme dieser Chance, die etwas damit zu tun hat, dein Leben und deinen inneren Zustand in einen Ausgleich zu bringen. Dein Leben scheint in der Vergangenheit und auch in der kürzlichen Vergangenheit, wie ich schon sagte, sehr unruhig gewesen zu sein. Und es kann eben auch chaotisch gewesen sein. Und diese kühle, distanzierte Stimmung, ja, in der du immer noch dich bewegst, die ist schon vor einiger Zeit höchstwahrscheinlich aufgeschwungen. Und nun ist es ganz wichtig, dass du wieder in deine Mitte kommst, in deine Kraft, das Leben in die Hand nimmst, um für dich selbst zu sorgen und das anzunehmen, was das Schicksal dir hier reichen möchte mit dieser Möglichkeit, die sich dir aufgetan hat. Ja, und diese Möglichkeit, da wollte ich gerade schon drauf hinaus, die hat etwas damit zu tun. Das ist etwas ganz Neues, eine ganz neue, unerwartete
Chance für dich, aus diesem, ja, auch aus Kummer und Sorgen, aus dieser niedergedrückten Stimmung, ja, vielleicht auch depressive Stimmung ein wenig. Also dir geht es nicht gut, du fühlst dich auch nicht gut. Und da kannst du nicht bleiben in dem Zustand. Du musst dafür sorgen, und zwar du selber, da rauszukommen, dass es dir besser geht. Diese Chance hat etwas damit zu tun, dass in der Vergangenheit, in deinem Leben, in deinem Umfeld, vielleicht auch in dem Feld deines Arbeitslebens, also unter Kollegen, im Bereich deiner Tätigkeit, überall oder im Bekanntenkreis, irgendwo Samen gesetzt worden sind, die negativ waren. Und das hat etwas mit einer Art Karma zu tun, ein Karma, was jetzt hier aufgelöst werden soll. Denn du wirst hier durch diese Möglichkeit, von wo du noch gerade unentschlossen bist und sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, da sollst du erkennen, wie wichtig es ist, diese Lern, das zeigt sich auch als Lernaufgabe, weil es ist für dich etwas, was zunächst einmal schwierig war, vielleicht auch schwierig zu verstehen, wie das alles dahin kommen konnte, wie sich etwas entwickelt hat. Aber es geht darum, dass in der Vergangenheit Konflikte waren, Entscheidungen getroffen worden sind von dir und vielleicht auch von deinem Umfeld mit den Folgen, ja, und das hat Folgen gehabt, und mit den Folgen der alten Saat, die gesät worden ist, das alte Karma, wirst du nun konfrontiert. Mit dieser Konfrontation, ja, hast du nun zu tun. Deswegen bist du in dieser Situation gerade, ja, und fühlst dich halt absolut unentschlossen und schlecht. Hast dich vielleicht erstmal distanziert, um auch einen klaren Blick zu bekommen. Ja, der Ritter der Schwerter hat ja etwas auch mit der Verstandesebene zu tun. Also zu verstehen, was läuft hier eigentlich ab. Ja, und das hat aber, wie gesagt, und ich versuche es nochmal zu beschreiben, etwas damit zu tun, dass eine alte Saat, eine negative alte Saat, die gesät worden ist durch dein Umfeld, wo du involviert warst, ja, Umfeld, ich sagte ja Bekannte, Arbeitskreis, Arbeitskollegenebene, Tätigkeitsebene, Familie, ja, alles das ist hier angesprochen, irgendwo sind Samen gesetzt worden, gesät worden, die sehr negativ waren. Und die Gerechtigkeit steht immer für den Ausgleich. Alles, was negativ vom Menschen gesät wird, wird über kurz oder lang auf uns zurückkommen, fällt auf uns zurück. Und dieses, was sich jetzt dir hier eröffnet hat, bedeutet eine Konfrontation mit dem alten, negativen, destruktiven, was in deinem bisherigen Leben war, was aber jetzt zu einem Ausgleich kommen soll. Das soll verwandelt werden und aufgelöst werden. Ja, da ist etwas sehr stark in ein Ungleichgewicht gekommen, in ein negatives Ungleichgewicht.
Und das bezieht sich zum einen auf dich, das kann sich aber auch auf andere Menschen beziehen. Über die Gerechtigkeit habe ich einfach auch einen sehr breiten Wirkungskreis dessen, worauf sich diese negative Saat, die gesät worden ist, bezieht. Das Negative, das Dunkle ist weit verbreitet worden zu deiner Person, aber auch über deine Person hinaus. Das möchte ich damit sagen. Ja, und es geht jetzt darum, dass du diese Chance, die sich dir jetzt bietet im Leben, dass du das sehr gut überlegst und hier eine gute und richtige und weise Entscheidung triffst, wobei auch deine Spiritualität gefragt ist. Ich habe hier auch den Hohepriester. Deine Spiritualität ist gefragt. Deine Weisheit ist gefragt. Deine Erfahrung, die du gemacht hast und dein Wissen, was du gesammelt hast in der Vergangenheit, sollst du nun sehen, anschauen, wahrnehmen und dies umwandeln in Weisheit. Ja, also hier soll eine gute, kluge, gerechte und weise Wahl getroffen werden in Bezug auf die Annahme der Chance, die sich in deinem Leben bietet. Und du sollst beachten, dass es wichtig ist, auf dein Inneres zu schauen, auf dein wahres Inneres so sein. Was bedeutet auch auf deine wahren inneren Werte? Ja, die Werte, die du in dir trägst, die guten, die positiven Werte. Denn es geht hier um eine gute, positive, weise, kluge Entscheidung. Und da sollst du wirklich jetzt, du bist aufgefordert, aus dieser Unentschlossenheit herauszukommen. Ja, dich vielleicht immer nur anzupassen, den Umständen entsprechend und immer vielleicht daran zu denken, wem kann ich es recht machen, wem müsste ich vielleicht noch, wo ist noch eine alte Rechnung zu bezahlen, wem müsste ich noch, wem bin ich noch etwas schuldig? Hier ist eine sehr kluge Entscheidung zu treffen. Und es ist wichtig, hier ganz klar zu sehen, dass es eigentlich nur eine richtige Möglichkeit gibt. Und du sollst das nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht leicht nehmen. Und du sollst auch nicht mehr unverbindlich bleiben, weil du ganz wunderbare Werte in deinem Inneren trägst. Deine eigenen Anlagen, Talente, ganz besondere Gaben und die haben auch etwas mit Spiritualität zu tun, das kann ich ja sehen. Und insofern bist du aufgefordert, deinen guten Überzeugungen treu zu bleiben. Und du sollst in das Vertrauen kommen. Und du sollst spüren, dass du alles das, was du jetzt benötigst, diese Chance zu ergreifen, vorwärts zu gehen, ja, hier diesen einen Schritt nach dem anderen zu gehen und zu spüren, ja, ich werde begleitet, ich werde unterstützt, ich bekomme Aufwind und ich bekomme Aufschwung
indem ich hier herausgehe aus meiner Unentschlossenheit. Ja, und aus vielleicht bist du es gewohnt, dich immer anzupassen. Da wollte ich eben schon drauf hinaus. Sich immer anzupassen an andere und vielleicht nie oder selten sich selber wahrzunehmen in dem, was ich selber gern möchte, was mich glücklich macht, wo ich hin möchte, das wahrzunehmen. Dich selbst wertzuschätzen und nicht mehr auf andere Menschen zu schauen, sondern dass du für dich dein Glück in die Hand nimmst und es dir wert bist, auch deinen Herzensweg zu gehen, den Weg der Liebe in eine große Liebesbeziehung. Denn ich habe hier gleichermaßen, wie es sich eine bestimmte Chance in deinem Leben ergeben haben mag, habe ich hier eben auch gleichermaßen die Chance und die Möglichkeit auf eine ganz wunderbare, schöne, tiefe Liebesbeziehung. Und mit den 10 der Kelchen ist einfach hier der Seelenpartner und auch die Zwillingsseele hier gemeint. Und die habe ich hier liegen, deine Zwillingsseele, die sich hier als Chance und Möglichkeit für dich in dein Leben legt. Wenn du hier die richtige weise Entscheidung, die richtige weise Wahl triffst, und zwar jetzt, wann sich jetzt für dich die Chance bietet, dieses auch anzunehmen, dann musst und sollst du wissen, diese Liebe ist wirklich, das ist eine wahre Liebe, die große Liebe deines Lebens. Und du wirst keinen Menschen finden, der dir näher stehen wird, der dich mehr liebt, der dich mehr schätzt in deinem So-Sein, mit genau deinen Anlagen und Fähigkeiten, aber auch mit den Fehlern, die jeder Mensch hat. Ja? Jeder Mensch hat seine positiven und seine negativen Seiten. Und dieser Mensch, dieser Herzensmensch, deine Zwillingsseele, die kennt dich und die liegt hier als Chance und Möglichkeit und ist im Grunde genommen, wenn du diese Chance jetzt hier annimmst, dein Ziel. Denn es geht mit diesem Herzensmenschen in eine gute, glückliche und erfolgreiche Zeit. Ihr werdet in eine gute Phase kommen des Wohlbefindens und der Zufriedenheit. Ihr werdet euch begegnen, wenn ihr euch vielleicht gerade aus dem Auge verloren habt oder nicht viel Kontakt hattet. Vielleicht war ja auch ein vollständiger Kontaktabbruch, das kann ich nicht sehen. Ich sehe nur einfach hier diese ganz wunderbaren Voraussetzungen für die höchste und größte Liebe, die du dir nur wünschen und erträumen kannst. Und du möchtest auch mit deinem Herzensmenschen in diese gute, gemeinsame Zeit, um das Leben auch zu genießen, das Glück in der Liebe zu leben, zu erfahren, auf eine ganz andere und ganz neue Art, als du es vielleicht aus der Vergangenheit kennst. Diese Art von Liebe, die dürfte dir noch nicht begegnet sein, denn diese Liebe ist einmalig. Und diese Chance für diese Liebe bekommst du auch nur einmal im Leben, nie wieder. Es gibt nur eine Zwillingsseele, denn dies ist dann dein Seelenpartner bzw. deine Seelenhälfte. Ja, die Hälfte eurer Seele. Du bist die eine Hälfte und deine Zwillingsseele ist die andere Hälfte.
Und daraus schon alleine ergibt sich, wie gut ihr euch versteht oder verstehen werdet im Hier und Jetzt. In der Vergangenheit kann ich ja sehen, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass ihr schon viel Freude miteinander habt, dass wirklich dieses gegenseitige Verstehen da ist. Und vielleicht konntet ihr auch gemeinsam lachen, ja, über die Dinge, worüber vielleicht kein anderer lachen kann. Aber dieses liebevolle Verstehen und zu wissen, ja, ich bin bei dem anderen angenommen, so wie ich bin. Ich kann mich da einfach ausleben, so wie ich bin. Und dann fühle ich mich auch sicher und ich fühle mich geborgen. Mit diesem Herzensmenschen, mit dieser Zwillingsseele. Ich mehr hohe Gefühlsbotschaften, Karten, kann ich hier nicht liegen haben. Die Chance, die in deinem Leben liegt, bedeutet einen Neuanfang. Ja, ich bekomme gerade rein, das kann bei den meisten von euch sich hier um einen oder bei vielen von euch um einen Neuanfang in der Liebe handeln. So dass es, wie ich schon gerade bemerkt habe, vielleicht es zwischendurch zu einem Bruch gekommen ist, zu einer Trennung vielleicht auch. Das kann ich hier nicht so direkt sehen, weil dieser Weg, den ich hier habe, der geht in eine absolut positive, wunderbare Zukunft. Und dir wird durch diese Chance, das ist eine Chance, auf ein gutes, wunderbares Ergebnis, auf Erfolg. Es ist die Chance darauf, dein Glück zu machen, nämlich genau mit deiner Seelenliebe, die du kennst und mit der du schon Erfahrung gesammelt hast. Ja, von den Erfahrungen habe ich gerade versucht zu berichten, wie gut du dich mit diesem Gegenüber fühlst und wie sehr du dich angenommen und geliebt fühlst. Du weißt das. Du weißt das und insofern ist es überhaupt gar keine Frage, für wen oder was du dich hier entscheidest. Ja, aber ich möchte es nochmal betonen, mit diesem Herzensmenschen kannst du dein absolutes Glück machen und du kannst jegliches Ziel erreichen, was du dir auf allen Ebenen deines Seins wünscht und erträumst. Du wirst und kannst genau deinen Herzensweg gehen. All das, was du in dir trägst, an Potenzial, wirst du mit diesem Herzensmenschen verwirklichen können, manifestieren und damit halt auch leben können. Ja, denn ich habe hier ich habe die Verlobung hier, ich habe die Heirat hier. Du trägst dich vielleicht auch schon mit Gedanken, eine Familie zu gründen. Ja, mit oder ohne Kinder. Ich habe hier Kinder, das ist durchaus möglich, dass du dich mit dem Gedanken trägst. Aber auf jeden Fall mit dem Gedanken auch an eine Legitimation dieser Beziehung durch Heirat. Das liegt schon hier. Mag sein, dass ihr vorher noch durch die Phase der 9 der Kelche geht, indem ihr euch vielleicht noch besser kennenlernen müsst, noch bestimmte Dinge besprechen müsst. Einiges vielleicht noch ausgeräumt werden muss. Ja, es ist auch möglich, dass hier noch etwas in die Balance zu bringen ist, wovon du weißt, dass du auch dafür die Verantwortung übernehmen sollst und musst. Ja. Und es kann sein, dass du mit deinem Herzensmenschen da einfach noch bestimmte Dinge zu besprechen hast
und dass es in irgendeiner Art und Weise noch zu wirklich guten, konstruktiven Gesprächen kommen muss, wo man noch mal klären kann, was eventuell noch ausgeglichen werden soll, was noch im Ungleichgewicht ist, um irgendwelche Themen. Ja, das mögen auch, Matt, ich habe hier auch die Münzen zweimal. Nein, nee, ich habe ja die 9 der Münzen. Ja, das können auch materielle Themen sein, die da vielleicht noch zu klären sind, dass noch etwas auszugleichen ist. Es kann aber auch ein Thema sein, was mit Partnerschaft, früherer Partnerschaft, mit Untreue zusammenhängen kann. All das ist möglich, was vielleicht noch mit deinem Herzensmenschen zu klären ist, was du aber durchführen kannst, was machbar ist, wenn du diese Chance jetzt hier wahrnimmst und du dich auf den Weg machst, ja, jetzt auf den Weg machst und alles dafür tust, dein Ziel zu erreichen, nämlich raus aus diesem negativen Zustand, aus dem Zustand der Unentschlossenheit, ein Zustand, der dich nur runterzieht und dich wirklich schlecht fühlen lässt, in dem du auf gar keinen Fall länger bleiben solltest. Du sollst die Verantwortung erkennen für dich, für dein Inneres, für deine Werte und für deinen Herzensweg, deinen Weg des Glückes, das du verdient hast, ja, dir das zu gönnen, dir zu gönnen, es selber wert zu sein, dieses Glück, was ich hier habe, was hier liegt, was einfach, vielleicht kannst du es gerade nicht sehen, aber es ist schon lange, lange da und es die Verwirklichung dessen, und zwar schnell, liegt hier. Und insofern sollst du die Verantwortung für dich übernehmen, genau diesen Weg zu gehen, denn es liegt jetzt an dir. Und die Verantwortung scheint auch etwas, ja, es kann sein, ich habe hier die Gerechtigkeit liegen, dass das, worum es geht, wo du aus deiner Unentschlossenheit rauskommen sollst, kann eine Gerichtssache sein, das ist möglich. Es geht auf jeden Fall um eine Fairness. Ich hatte ja eben schon davon gesprochen, dass alte Samen, negative Samen, nun ausgeglichen werden soll. Ja, es soll, das alte negative Karma muss und soll jetzt aufgelöst werden. Und damit hängt eben diese Chance zusammen. Auf der einen Seite tust du etwas Gutes für dich auf der persönlichen Ebene. Du lebst dich aus. Du kannst endlich dich selber verwirklichen durch das, was du tust und dann in Zukunft. Und dann habe ich hier das, was zu tun ist, diese spezielle Chance, die eben auch ja, mit einem Gericht, mit einer Behörde zusammenhängen kann. Ja, eine Entscheidung, die jetzt zu treffen ist, wo du dich ja für entscheiden sollst. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit für dich selber. Es geht um Gerechtigkeit auch für deinen Herzensmenschen, für deine Zwillingsseele. Und es geht um Gerechtigkeit im höherwertigen Sinn. Denn es bedeutet hier, dass was die Auswirkungen dessen, wofür du jetzt vorwärts gehen sollst, aus der Unentschlossenheit heraus, in den Drive, ja, in die Energie und Tat und Handlungskraft, die hat etwas damit zu tun, dass viele Menschen
früher auch negativ davon betroffen waren und nun ein positiver Ausgleich jetzt auch für viele Menschen erreicht werden kann. Und deine Sonnenkraft, deine Authentizität ist erforderlich, um das zu bewirken, um das Positive, was sich nunmehr daraus entwickeln soll, praktisch das zu switchen um 180 Grad, das hast du in der Hand. Und deswegen ist es nicht länger dienlich, sitzen zu bleiben, sich ein schweres Gemüt zu machen, vielleicht in Kummer und Sorgen sitzen zu bleiben oder auf der Couch oder in der Komfortzone. Ja, das ist alles diese eine Art von Unentschlossenheit. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber da eigentlich gibt es nichts mehr, worüber du nachdenken solltest. Setze deinen klugen Verstand und deine Weisheit, die dir innewohnt, setze die ein, um nach vorne zu gehen, so wie der Ritter der Schwerter, der sich hier für das Gute einsetzt, der sich einsetzt für das Gute in dir, für die wunderbaren Gaben und Talente und Anteile, die guten positiven Anteile. Der Ritter der Schwerter sollte sich für den Herzensweg einsetzen, nach vorne zu gehen. Mit seinem klugen Verstand, den wirst du auch brauchen, auch ja, sachlich und logisch auch das zu tun, was du zu machen hast, um vorwärts zu gehen. Deinen Herzensweg, ja, das ist die nächste Ebene. Und hin zu dem Ziel, zu der großen Liebe, ja, die sich hier schon in Hingabe darstellt. Ja? Also die gegenseitige Hingabe zweier Menschen, die füreinander bestimmt sind, die schon von Geburt an, weil es im Seelenplan steht, bist du und deine Zwillingsseele füreinander bestimmt. Und das sollst du dir auch ganz bewusst machen. Und insofern wird das Universum, die Engel, die spirituelle Welt, Gott und Gottvater immer an deiner Seite sein. Jetzt, im Hier und Jetzt, dir die Chance geboten zu haben, dir jetzt bei dem Vorwärtsgehen in dem, was du jetzt tun wirst, es liegt oben auf, es liegt schon ganz oben auf, wirst du begleitet werden. Und Gott und Gottvater wird an deiner Seite sein. An jedem Schritt, bei jedem Schritt wird er dich begleiten, wird dich beraten und dich lenken und führen. Und ich soll dir auch sagen, du bist beschützt bei all dem, was du tust. Du bekommst den höchsten Schutz des Universums. Es kann dir nichts passieren. Das soll dir noch einmal versichert werden. Und ich soll dir auch noch mal sagen, es könnte sein, dass das noch eine Erwägung ist in deinem Inneren, in Bezug auf die positive Zukunft, dass du für all das, was du tust, für all das, was du jetzt tun wirst, wirst du reichlich belohnt werden. Deine Zukunft wird in glücklich gelebt werden mit deinem Herzensmenschen. Das ist dir sicher, aber genauso ist dir sicher nicht nur der innere Wohlstand und Reichtum, sondern auch der äußere Wohlstand und Reichtum. Und wenn es hier um Erwägung geht, dass du Befürchtungen hast in Bezug auf Besitz,
ja, dein Besitz, alles, was du schon erreicht hast im Leben, da soll ich dir sagen, du wirst sehr gute Möglichkeiten auch in Zukunft geboten bekommen, deine finanzielle Sicherheit zu erhalten, deinen Wohlstand zu erhöhen und zu vermehren. Du wirst jegliche gute Chancen bekommen und auch in der Art der Tätigkeit, die du dir wünschst. Die Art der Tätigkeit, die, ich sprach eben schon so viel von deinen besonderen Anlagen und Fähigkeiten. Deine Anteile, die sollst du natürlich einbringen, auch in Zukunft in dem Beruf, in dem du ja vielleicht noch tätig bist. Also der Beruf, den du jetzt hast, den wirst du auf jeden Fall weiterführen können, wenn du das möchtest. Das soll ich dir sagen. Also genau deine berufliche Tätigkeit wird genau so sein, wie du dir das wünschst. Und da werden auch die höchsten Wünsche und Ziele berücksichtigt werden in den Chancen und Möglichkeiten, die dir geboten werden in Zukunft, dich absolut entwickeln zu können mit all deinem So-Sein und dass du dich in jeder Art und Weise auch beruflich verwirklichen kannst. Und zwar genauso, wie du es dir wünschst. Das soll ich dir nochmal sagen. Ja, also bleibe in jeder Hinsicht deinen Überzeugungen treu. Gehe voller Zuversicht und Vertrauen jetzt den nächsten Schritt, Step by Step, aber bleibe dabei, das ab jetzt zu tun. Gehe vorwärts und dann kommst du auch raus aus den negativen Gedanken, aus diesem Gedankenkarussell, was dich nämlich hier in deiner Unentschlossenheit festhält. Immer wieder die gleichen Gedanken. Wenn ich das und das tue, was passiert dann? Wenn ich auf meinen Herzensmensch zugehe, was passiert dann? Was wird er mir sagen? Wird er mir vielleicht etwas vorwerfen, was in der Vergangenheit eventuell geschehen ist? Und was soll ich antworten? Und all diese Dinge, immer wenn und aber, und das sind alles negative Gedankenskonstrukte, Glaubensmuster, die nicht der Wahrheit und die nicht der Realität entsprechen. Das soll ich nochmal ausdrücklich sagen. Es ist ein falsches Denken, was du teilweise in der Vergangenheit bzw. bis heute vielleicht noch denkst, weil es dir gerade noch nicht so gut geht, ja, weil du noch unentschlossen bist. Also komme in das positive Denken. Sieh diese wunderbaren Möglichkeiten, die sich dir in Zukunft bieten, in deinem Liebesleben. Es wird so kommen, es ist sicher. Und das versichert das Universum. Ich habe hier das Universum, ich habe Gott Vater. Und Gott Vater gibt dir deinen Segen und begleitet dich und verhilft dir Schritt für Schritt zu deinem Glück in Bezug auf wunderbare Gefühle, in Bezug auf gegenseitige, aufrichtige Liebe mit deinem Herzensmenschen, in Augenhöhe, in Liebe und Respekt. Sei zuversichtlich, glaube daran und vertraue und sei zuversichtlich und dann geh einfach. Und wenn da noch Restängste sind, dann lass sie einfach da sein, wo sie sind. Geh einfach, denn die einfachste Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, wenn uns Ängste den Weg versperren sollten, ist, einfach durch sie hindurchzugehen, den Mut und die Kraft in die Hand zu nehmen,
alles das, was in dir steckt. Entschuldigung, deine wunderbaren Eigenschaften, ja, auch dein Stolz, deine Lust, deine Leidenschaft, all das steckt in dir. Und du wirst das jetzt erfahren, wie das ist, wenn du dich hier auf den Weg machst. Und du wirst all das leben können. Und bei jedem Schritt, den du gehst, wirst du stärker werden. Und wir spüren, dass du immer mehr Kraft bekommst. Und du wirst dann auch nicht mehr aufzuhalten sein, weil du spürst, wenn du nur einen Schritt gehst, dass es genau das Richtige ist. Die einzig richtige Entscheidung in deinem Leben. Und nur das wird dich vorwärts bringen. Alles andere wird dich in einem negativen Sumpf festhalten, hindern und hemmen. Aber ich habe hier nur wunderbare, positiven Karten. Das Rad des Schicksals dreht sich hier für dich und du bist nun aufgefordert, da oben auf zu springen und dich runterrollen zu lassen, durch die Ängste hindurch nach vorne zu gehen und jetzt nacheinander das Notwendige zu tun, um in dein Glück zu kommen und in die Stabilität und Sicherheit in genau deiner Liebe, die für dich bestimmt ist. Und zukünftig auch in deinen beruflichen Wohlstand, berufliches Glück und Ansehen auch, ja, das Ansehen auch in der Gesellschaft. All das liegt hier. Ja, ich denke, ihr Lieben, ich habe hier soweit alles angesprochen. Der Stern, wir hatten auch den Stern, ja, der von Klarheit und Wahrheit spricht, der dich jetzt durchdringen soll, dass der ganz klar ist durch die Logik, durch dein Gefühl und vor allen Dingen durch deine wunderbare Intuition. Denn du bist ein medialer Mensch, der die Intuition benutzen kann, auch Botschaften zu empfangen. Du wirst viele Botschaften des Universums jetzt erhalten und diese werden dich begleiten. Und genau das ist das. Und das ist ein Teil deiner, ja, schon wunderbare Spiritualität, die dich hier begleiten wird und sicher machen wird. Ja, alle positiven Energien, die du jetzt aufnehmen wirst, immer mehr, ja, in dein Lebensgepäck. Gut, also, es wird sich alles ganz anders, viel besser entwickeln, als du denkst. Lass alles Negative los. Es ist nicht angebracht, es ist nicht dienlich, auch nur noch einen einzigen negativen Gedanken zu haben. Presche voran, reite in dein Glück, nimm die Zügel deiner selbst und deines Lebens in die Hand und mache dich auf mit Gott Vater an deiner Seite. Gut, ihr Lieben, ich werde das so stehen lassen und möchte aber gerne noch in zusätzliche Botschaften des Universums, ja, über die Engeltier-Orakelkarten, die heute noch zu dir kommen sollen. Waren sie wichtige Botschaften enthalten? Großvater, was soll dem Kollektiv über diese Engeltierkarten hier heute noch gesagt werden? Was ist noch wichtig auszusprechen? Ja, vielen Dank.
So, dann gehen wir auch genau in der Reihenfolge. Und ihr wisst bereits, dass ich bei diesen Engel-Tier-Orakelkarten auch immer in den Text gehe. Ich habe also zuallererst für euch das Nashorn hier. Das Nashorn, was davon spricht und dich ermutigt, stark und mutig zu sein. Ja, ich habe es gerade noch nicht so. Ja. So, dieses Nashorn, das Engeltier. Diese Botschaft erinnert dich daran, dass du viel dienende Arbeit, vor allem Heilungsarbeit, verrichtest, ohne es zu wissen. Du bist aufgefordert, die aquamarinblaue Flamme von Erzengel Michael und Erzengelin Maria zu visualisieren und dir vorzustellen, dass du mitten in dieser Flamme stehst. Dies wird das Wissen und die Weisheit des goldenen Zeitalters von Mu aktivieren, die du zum Vorschein bringen bereit bist. Erkenne, dass dies sehr wichtig ist und dass die Schlüssel und Codes von Mu, der Erde und deinen Mitmenschen bei ihrem Aufstieg helfen werden. Du bist angewiesen, auf deinem Weg stetig voranzuschreiten. Sei dir bewusst, dass du Orte und Menschen heilst und miteinander verbindest, wo immer du hingehst. Die Leute verstehen dich vielleicht nicht, aber du entwickelst Tapferkeit, Stärke und Entschlossenheit. Diese Eigenschaften werden dir auf deiner Aufstiegsreise letztendlich von Nutzen sein. Und dann habe ich hier auch für euch den Hai. Und der Hai, das Engeltier möchte dir sagen, führe andere als mächtiger, friedvoller Krieger. Du sollst andere Menschen führen, sagt dir dieses Engeltier. Und die Botschaft ist folgendermaßen. Dieses hier ist die Meisterkarte des friedvollen, spirituellen Kriegers. Du bist aufgefordert, dich stark zu machen und zu disziplinieren, deine Macht in Anspruch zu nehmen und dich weise und besonnen für das höchste Wohl aller einzusetzen. Um darin erfolgreich zu sein, musst du alle deine 5 Sinne so weit entwickeln, dass du dich auf die Bedürfnisse deiner Mitmenschen einstellen kannst. Weil du stark, einfühlsam und wichtig bist, hast du dich vielleicht auf irgendeine Weise für das Gemeinwohl aufgeopfert. Hier bekommst du den Rat, dein Leben genau unter die Lupe zu nehmen und zu entscheiden, was dir echte Erfüllung bringt. Sorge dafür, dass mehr davon Eingang in dein Leben findet, sodass deine weise Führung auf einem Gefühl der persönlichen Zufriedenheit beruht. Dann habe ich hier noch den Bären für dich. Und der Bär spricht davon, setze deine Macht mit Weisheit ein. Ja, es geht hier um die Ausübung
seiner Macht durch Weisheit. Diese Bärenkarte weist darauf hin, dass du über die Weisheit verfügst, die es dir möglich macht, deine Macht zu etablieren und richtig einzusetzen. Dafür ist es wichtig, dass du in einem Umfeld lebst, in dem du dich glücklich und frei fühlst. Schau dir deine Welt also genau an und wenn du Änderungen vornehmen musst, bitte Erzengel Uriel um Hilfe. Er wird dein Solarplexus-Chakra stärken, sodass du dich stark und sicher fühlst. Möglicherweise musst du dich allein auf deinen Weg machen, um deine Weisheit und deinen Selbstwert zurückzugewinnen. Wenn das so ist, solltest du diese Gelegenheit wahrnehmen und dir deinen eigenen Kokon erschaffen, damit du von dem Licht aus der Quelle berührt werden kannst. Öffne dein Kronenchakra und lass zu, dass Erzengel Jophiel sein kristallklares, gelbes Licht durch dich hindurch gießt und dein Herz weit macht, sodass du Frieden und Liebe verbreitest. Ja, dass du dieses selber verbreitest. So, ihr Lieben, und ganz abschließend habe ich hier noch Engelbotschaften, ja, Engel, die deinen Weg jetzt begleiten wollen und möchten. Großvater, welche Botschaften sind hier noch wichtig? Was soll dem Kollektiv hier und heute noch gesagt werden? Ja. Welche Botschaften sollen noch von den Engeln kommen, Großvater? Ja. Das ist dann noch etwas. Vielen Dank. So, dann wollen wir einmal schauen. Ja. Dann gehen wir einmal in dieser Reihenfolge vor, weil ich hier jetzt eingangs eine ganz besondere Botschaft habe, die einige von euch sehr betreffen kann. Denn der Engel Sonja möchte zu dir kommen und dir sagen: Ich bringe dir eine Botschaft von einem dir lieben Verstorbenen. Ich bin glücklich und im Frieden und ich liebe dich sehr. Und bitte sorge dich nicht um mich. Ja, diese spezielle Botschaft, die hier für dich kommen soll. Ja, und für ganz bestimmte von euch habe ich hier eine besondere Botschaft von Rosetta, dem Engel Rosetta. Denn er spricht davon, dass du die Gabe hast, mit jungen Menschen zu arbeiten. Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder aufzuziehen. Ja, vielleicht sind einige von euch hier, fühlen sich ganz besonders angesprochen. Und wenn du diese Gabe besitzt, dann ist das im Hier und Jetzt, in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft genau deine Aufgabe. Und dann habe ich hier den Engel Azur. Und der möchte euch sagen: Das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und Vertraue, versuche nichts zu erzwingen.
Du wirst genau die Botschaften erhalten, die hier wichtig sind, dass du deine Schritte, die du gehen sollst, nun auch gehen kannst. Achte auf deine Botschaften und Eingebung, ja? So, und ganz abschließend, ihr Lieben, habe ich hier für euch den Engel Serena. Ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Habe Vertrauen. Und auch dieses ist eine ganz besondere Botschaft für diejenigen unter euch, wo auch ein Ausgleich, eine Balance vielleicht bezüglich des Finanziellen, ja, des Materiellen, vom Geld auch benötigt wird, ja, da einen Ausgleich sich zu wünschen. Und dieser Engel verspricht genau dieses. Ihr Lieben, ich möchte heute mich hier anschließen. Alles, alles Liebe und Gute für dich, für euch, für diesen Tag. Und ich wünsche dir einen guten Tag. Bereite dir diese Reststunden von heute so gut, so schön wie möglich. Bringe dich in eine gute Stimmung, in eine frohe und glückliche Stimmung, denn es wird alles gut werden. Es ist von Gott geführt. Es ist Schicksal. Alles, was hier passiert, was ich hier heute in der Legung gesagt habe. Ja, ich habe hier Gott und Gottvater liegen. Es wird beschützt und wird geführt. Du wirst genau jetzt die Botschaften empfangen, die für dich wichtig sind. Und deswegen entspanne dich, mach dir wirklich einen guten Tag und bereite dir selber Freude. Tu dir einfach etwas Gutes an. Sei gut zu dir. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute von mir zu dir, zu euch. Euer Engel Christiane.